Hallo liebe YouTube-Freunde, heute werdet ihr die Konstellationen für den Monat Juli 2019 erfahren und was uns Nostradamus prophezeite. Wir hatten in den letzten Monaten viele Ängste zu bewältigen. Es drohte die Gefahr, alles was wir besitzen und unseren Wohlstand zu verlieren, sogar unsere Lebensfreude. Objektiv betrachtet wurden wir das Gefühl nicht los, dass sich mit den derzeitigen Handlungen in Politik und unserer Gesellschaft nichts zum Besseren wendet. Es geht weiter mit der Wohnungsnot, der Alters- und Kinderarmut, die ungelöst bleiben. Die Politik richtet sich nach außen und bekommt überhaupt nicht mit, was mit dem Bürger im eigenen Land los ist. Wo ist hier die Solidarität? Hier ist die Regierung mal gefordert, Lösungen zu finden und nicht nur für Länder, die weit weg von uns sind. Ja, wir haben unruhige Zeiten. Das ist inzwischen fast allen Bürgern bewusst. Schauen wir von innen nach außen, dann haben wir im Lande so einiges aufzuarbeiten. Das Volk füttert den Staatssäckel, sollten aber auch human versorgt werden. Dafür wählen wir eine Regierung und die hat die Verpflichtung, für das Wohl im Lande zu sorgen, nämlich für die Armen. Die Reichen sollen schon alleine sorgen schon alleine für ihren Wohlstand. Die Politik kann nicht alleine den Bürgern die Last in der Verantwortung auftragen. Das gehört in den Aufgabenbereich der Politiker. Diese sollten mit gutem Beispiel vorangehen. Wir warten darauf. Und das prophezeit uns Nostradamus. Bald werdet ihr große Veränderungen erkennen, großen Schrecken und Rache. Dies, wenn der Mond von seinem Engel geführt wird. Der Himmel nähert sich von den Neigungen aus. Wieder große Warnungen von Nostradamus, denn wir stehen unter dem Sternzeichen Krebs und damit kommen neue Ängste auf. Es können große Naturkatastrophen, auch kosmische Auswirkungen und irdische Unglücke über uns hereinbrechen. Hinzu kommt noch, dass Merkur vom 7.7. bis 31.7. rückläufig ist. Wir stehen absolut vor großen Veränderungen, sei es im positiven oder negativen Sinne. Warten wir ab, was in diesem Monat auf uns zukommt und wir wollen positiv denken. Seid auch gespannt auf die Prophezeiung für den Monat August und bis dahin schicke ich euch lichtvolle Grüße. Eure Deria.